Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Mal ist es mal wieder ein Tutorial. Und ja, heute zeige ich euch, wie man solche hübschen Stacheldrahtzäune hier bastelt. Und das Ganze eben nochmal in normal und nicht nur so als Projektvorstellung wie beim letzten Video. Und die Materialien, die wir dafür brauchen, habe ich schon mal hier hingelegt. Einmal einen schmaleren Streifen Styrodur. Draht, das nehme ich den goldenen, weil ich gerade keinen anderen gefunden habe. Und ein paar Zahnstocher. Die nehmen wir jetzt mal dahin. Und am Anfang fangen wir ja gleich damit an, den Stacheldraht zu bauen. Das soll diesmal ein etwas längeres Stück werden. Und ja, hier haben wir mal auch ein längeres Stück von dem Draht. Schneiden wir uns mal ab. So, und dann ein ungefähr. Dann noch ein Stück Draht abgeschnitten. So, jetzt haben wir hier zwei Stücken Draht, die ungefähr gleich lang sind. Gleich lang müssen sie nicht sein, das ist egal. Und wir fangen damit an, dass wir diesen Draht hier einfädeln, so rumdrehen. Und ja, dann fangt ihr damit an, den hier so komplett rundherum zu drehen. Überall. Und das macht ihr, bis der ganze Draht alle ist. Dadurch kriegt ihr dann nämlich so einen schönen Stacheleffekt an den Draht dran. Und ja, das dauert jetzt ein kleines bisschen. Und danach geht es relativ schnell weiter. Danach bastelt man nämlich schon die Base. Und rollen den Draht vorher noch auf. Und ja, weiß ich jetzt nicht, was ich hier drüber labern soll, damit es nicht so ganz lange dauert. Und da war das Ganze dann übrigens zum Schluss brushed mit einem Silberton. Sieht das Ganze auch nicht mehr so scheiße golden aus. Laber gerade nur Dreck hier im Hintergrund. Kann man auch so hier rumwiegeln. Weil ich mache das am besten so hier immer. Gott, der Draht hat gar kein Ende hier heute. So. Okay, gleich ist er gerade fertig. Das letzte Stück hier, das lasse ich mal überhängen und dann schneidet ihr hier, wenn ihr das gemacht habt, hier oder Stacheldraht zu Ende ist ab und habt da so ein schönes langes Stück hier Stacheldraht. So, dann nehmt ihr euch etwas längliches. Ich nehme dazu diesen langen Pinsel hier und wickelt den Stacheldraht da dann so hübsch auf. Und bekommt dann, wenn ihr das Ganze abmacht, so eine lange Rolle hier, die leider auch nicht wirklich länger geworden ist als der letzte Zaun, aber was soll's. Und ja, danach basteln wir die Base für den Zaun, wo der Zaun dann zum Schluss raufkommt. Gucken wir, wie lang das ist und gucken dann, wie viel wir ungefähr brauchen. Hier so, rührt sich mit dem Fingernagel ein. Und das schneidet ihr einfach mit einer Schere ab. So. Da habt ihr eine Styrodur-Base gebastelt für den Stacheldrahtzaun. So, dann basteln wir jetzt noch diese komischen Streben hier rein, die dann noch da sind, die Draht halten, dass er nicht irgendwie wegrollt und so. Und dazu brechen wir immer mal so ein Ende, das war jetzt vielleicht ein bisschen klein, von so einem Zahnstocher ab. Davon machen wir insgesamt drei ungefähr gleich große. Hier. Und dann nehmen wir uns den guten alten Holzleim. Anderer Kleber geht nicht, weil in den anderen Klebern sind Lösungsstoffe drin. Und die zersetzen das Styrodur. Und deswegen kann ich das auch nicht mit meiner Baumarktsprühgrundierung machen. So. Und davon ein bisschen ans Ende vom Dingsens und stecken das dann einfach mal dort rein. So, das was hier übergefallen ist. Können wir gleich mal nehmen
für die nächsten paar Stückchen. Es kommt ungefähr in die Mitte. Und jetzt das letzte Stück. So, kann auch mal ein bisschen schräger rein. Jetzt sieht das Ganze so aus. Das hier wisch mit dem Finger weg. Und schwinge den Finger dann hier an irgendwas ab, wo das hin kann. Und ja, jetzt gucken wir, wie denn das Stacheldrahtstück da reinkommt. Ich packe es jetzt so hier da rein, weil so hier jetzt den besten Halt. Können wir es noch ein bisschen zurechtbiegen, dass es auch überall aufliegt. So, dann sieht das Ganze schon fast so aus. Da merkt ihr euch die Stellen, wo das Ganze auf den Boden kommt. Und dann macht ihr dort an diese Stellen auch wieder ein bisschen Kleber ran. Und packt es dann hier so rein. Dann klebt das da fest. Und die Stellen, wo es so ein Stück Zaunpfeiler berührt, da macht ihr auch nochmal so ein bisschen Kleber ran. Bisschen hinten am Boden auch. So. Jetzt hat man einen schönen Stacheldrahtzaun gebastelt. Dann braucht er nur noch warten, bis er trocken ist. Und dann hält das Ganze bombenfest, wie man an diesem Ding hier sehen kann. Und ja. Dann braucht das eben nur noch anmalen. Ich habe das Ganze grundiert mit einer Acrylfarbe, mit einer Billig-Acrylfarbe, einfach überall rüber gepinselt. Und dann habe ich hier die Pfeiler mit Calvin Brown angemalt, ist noch die alte Farbe, ich weiß. Und dann noch mit Carrack Stone gebrushed. Und hier die, den Draht, den habe ich auch gebrushed. Und zwar mit Chainmail. Und dann eben noch gewascht mit Devil Matte. Das ist im neuen Farbsystem, ist Devil Matte Agrax Earthshade, und hier unten habe ich eben dieselbe Sandfarbe wie an der Ruine und an der Wüstenplatte verwendet. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, könnt ihr die Videos dann anschauen. Und ja, okay, ein bisschen länger ist das Stück jetzt doch geworden. Und das wird sich dann hoffentlich ganz gut auf meiner Spielplatte machen beim nächsten Spiel. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn das Video gefallen hat, Daumen hoch. Wenn das Video nicht gefallen hat, Daumen hoch. Und abonnieren, favorisieren und was sonst noch so geht, um mich zu unterstützen. Und ja, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi.